Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das keine Punkte bringt und zwar ist es eine Heldentat und die findet ihr unter Heldentaten und dann Tiefen, wobei ihr findet sie wahrscheinlich nicht, sondern die sind erst drin, wenn ihr die Dinger natürlich abgeschlossen habt, ne? Aber wenn ihr euch das erspielen wollt, dann wird das darunter abgelegt. Das Teil heißt einmal Nemesis und was müssen wir dafür machen? Besiegt Zekvir in seinem Versteck, bevor die nächste Season der Tiefen veröffentlicht wird. Und ja, das ist jetzt die erste Season dementsprechend in The War Within. Ich habe jetzt gleich in der ersten Woche der Season das mal in Angriff genommen. Und ich zeige euch mal, wo das Ganze ist. Also, wir befinden uns in Ashkahed und hier unten ist Zekvirs Höhle. Das ist auch im Endeffekt ein Delph, aber hier ist es tatsächlich so, dass wir keinen Trash legen müssen, sondern direkt zu diesem Boss können. Ne? Wir haben hier verschiedene Modis, also ihr könnt den Fragezeichen-Modus oder den Doppelfragezeichen-Modus machen. Dafür müsst ihr aber einen 10er Delph erstmal abgeschlossen haben. Und wenn ihr dann in das Ding reingeht, dann gibt es quasi hier nur diesen einen Bossraum und da hinten ist dieser Wertezeck wieder drin. Ich sag euch so, ich habe den jetzt mit einem Guardian Solo umgehauen. Mit halt dem Anfangsgear, also nicht ganz 600, unverzaubert und aber mit einer Flask drin, ne? Und ich habe schon ein paar Tries gebraucht, muss ich gestehen. Es ist ein bisschen random teilweise, wo jetzt so ein Netz spawnt und kann dann auch ein bisschen frustrierend teilweise sein, ne? Ich habe den Kampf ein bisschen mitkommentiert, war teilweise ein bisschen hektisch, weil ich das, ja, da den quasi meinen First Kill geholt habe. Ich hoffe, die Erklärungen bringen euch tatsächlich doch was. Sonderlich viele Fähigkeiten hat er nicht. Man muss halt so ein bisschen auf gewisse Uptimes gucken. Genau, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt zusammen den Kampf an. Und dann gibt es für euch, wenn ihr das hoffentlich so nachspielen könnt, den Nemesis-Titel nicht, das Nemesis-Achievement. Und wenn ihr die Quest in der Hauptstadt angenommen habt, dann gibt es auch noch ein nettes Toy, ne? Toxischer Sieg, das könnt ihr euch dann dementsprechend auch noch holen. Jutti, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ding an. So, nächster Try auf den Boss. Jetzt gucken wir mal. Also, ich ein paar CDs auf den Kollegen. Da laufen wir einmal raus. Das interrupten wir. Ich warte immer noch ein bisschen, ob es Brand interruptet, ne? Weil zum Teil macht das, manchmal macht das, manchmal macht das nicht. Also muss man echt immer ein bisschen gucken. Dann habe ich mein Interrupt später für andere Sachen. Okay, da haben wir den Kokon. Das ist natürlich jetzt blöd, dass er da gerade seinen Scheiß drauf castet. Und nochmal. Raus. Brand steht blöderweise wieder drin. Wenn der Kokor quasi durchcastet, dann kommt ein Ad raus und das fängt dann an einen zu CC'en. Also das hat dann auch einen Cast, den man interrupten muss und das geht dann mit den Interrupts nicht aus. Deswegen, der Kokor muss eigentlich vorher sterben. Sonst ist eher schlecht, würde ich mal behaupten. Eher schlecht. Okay, da müssen wir wieder raus. Okay, Ei ist da hinten. Hütet euch. Mann, wir brauchen Damage hier auf das Ei. Oder auf diesen Kokon. Nee, das geht nicht rechtzeitig down. Hütet euch. So, jetzt muss ich das interrupten, sonst werde ich CC'd. Ich musste jetzt shapeshiften, um den Slow runterzukriegen. Ich kann das nicht mehr interrupten. Okay, ich habe das rentiert. Das hat jetzt noch funktioniert. Aber jetzt habe ich absolut nichts mehr. Oh, da konnten wir jetzt noch einen Interrupt raushauen. Oh, der Kokor ist in der Ecke. Das ist natürlich jetzt auch schlecht. Und Bran schießt weiter auf den Boss. Komm hier drauf. Wir brauchen Damage. Hütet euch. Oh, da hat er jetzt aber noch irgendeinen Finishing Shot oder so reingehauen. Das war jetzt gut. Da hat er mir einen Arsch gerettet, der Bran. Okay, nochmal interrupted, das ist gut. Da, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, glaube ich, gewonnen. Schauen wir mal, ich denke mal, ein Netz muss. Okay, da müssen wir jetzt noch raus. Ein Ding muss ich noch spielen. Ah, das ist natürlich in der Ecke. Ah, mein Proc. Okay, da haben wir das Achievement. Nemesis ist damit auch geprockt und für meine Quest habe ich das Ganze auch einmal abgeschlossen.
So, jetzt schauen wir mal rein, was es an Gear gibt. Was wir da Tolles bekommen. Na gut, sieht jetzt nicht sonderlich prickelnd aus, ehrlich gesagt. Zwei grüne Kisten. Ah, das kosmetische Teil haben wir hier gekriegt. Und ein Reliktblut von Zekwurst. Das glaube ich auch. Schon besser. Wunderbar. Okay, gut, dann sind wir hier schon mal durch. Gut, dann sind wir damit durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.